Wir sind immer noch bei dieser Frage, hat Gott sein Volk verworfen, die Paulus ablehnt. Und dann äh, haben wir bisher zwei Beweise dafür bekommen. Das eine war, Paulus sagt, ich bin ein Israelit, also die Jesusgläubigen Juden unter uns sind ein Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat. Und eine zweite Sache war, beim Elias schon er hat einen Schriftbeweis bekommen, 7000 haben ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt. Dann haben wir gesehen, dass er einen kurzen Exkurs in. Vers 6 gemacht hat und nochmal betont hat, dass das gesamte Handeln mit Israel, also das gesamte Handeln Gottes an Israel, nichts als Gnade ist. Und jetzt kommen wir zum dritten äh, Grund für die Gewissheit des Paulus, dass Gott sein auserwähltes Volk nicht verworfen hat. Und da tastet Paulus jetzt an ein Geheimnis, einen theologischen und heilsgeschichtlichen Zusammenhang, der nur sehr schwer zu verstehen ist und an den wir uns in den nächsten Sendungen herantasten wollen. Mir ist heute jetzt ganz wichtig, dass es um dieses Tasten geht. Ich werde Ihnen, auch wenn ich manches klar und deutlich, hoffentlich deutlich sagen werde, ich werde Ihnen hoffentlich nie das Gefühl vermitteln, ich habe es in der Hand. Es geht hier um was, was ganz schwer zu greif, gar nicht zu greifen ist, wo wir uns nur herantasten können. Ich lese ab Vers 7 in Römer 11, was nun, was Israel anstrebt, das hat es nicht erreicht, die Auswahl aber hat es erlangt, die übrigen wurden verhärtet. Wie geschrieben steht, der eine wahre lebendige Gott hat, ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen zum Nichtsehen, Ohren zum Nichthören bis zum heutigen Tag. Und David sagt, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge, zur Falle, zum Anstoß und zur Vergeltung werden. Ihre Augen sollen verfinstert werden, damit sie nicht sehen und ihren Rücken beuge ein für alle mal da ist von einem tisch die rede ich möchte jetzt einmal da anfangen dass ich ihnen etwas vom schabbat tisch erzähle ich weiß nicht ob paulus das im hinterkopf hatte oder david schon aber wir feiern jeden freitagabend mit unserer familie den schabbat eingang das haben wir hier in Israel mitbekommen. Das Interessante ist, das kann man im Ausland, außerhalb von Israel, eigentlich gar nicht so tun. Jetzt kommen immer wieder Freunde, jetzt kommen Gäste, die sagen, wir wollen das einmal miterleben und wir nehmen sie mit herein. Aber wissen Sie, in dem Augenblick, wenn da jemand anderes von draußen reinkommt, dann wird es zu einer Vorführung. Wenn Sie die Atmosphäre etwas... Nachempfinden möchten. Stellen Sie sich vor, wir feiern jeden Freitagabend das, was Sie in Deutschland am Heiligabend haben. Wo die Familie zusammen ist. Das ist so der Intimbereich einer Familie. Da möchte man echten Frieden, da möchte man Harmonie erleben. Vielleicht gibt es deshalb am Heiligabend immer wieder Streit, aber ähm, sehen Sie, wir haben sie jede Woche. Und vielleicht hat Paulus so einen Schabbatttisch gemeint. An denen man eigentlich Gäste gar nicht dazu nehmen kann, wo die engste Familie zusammen ist, wo sie eine bestimmte Tradition erlebt, wo sie Gemeinschaft hat miteinander, vor allem aber Gemeinschaft hat mit dem Gott Israels. Die Rabbiner sagen, das ist, wenn wir die Braut Shabbat begrüßen, so ein Vorgeschmack auf die echte, die ewige, die Ruhe, die Gott sich gedacht hat für sein Volk. Also, am schabbat dürfen wir etwas schmecken von dem was gott uns im himmel einmal vorbereitet hat und das sagt jetzt paulus sieh mal dieser tisch der ist zur schlinge zur falle zum anstoß zur vergeltung ihm fehlen die worte da ist was ganz schlimmes passiert und was er jetzt macht ist er tut uns einen einen, einen türspalt auf in diesen Intimbereich bereich gottes mit seinem volk Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich am Anfang der Abraham-Serie davon gesprochen habe, dass Gott den Abraham ruft wie eine Bräutigam seine Braut. Und auch da gibt es einen Intimbereich zwischen Bräutigam und Braut. Und das ist etwas, wenn wir Israel verstehen wollen, wenn wir Gottes Handeln mit Israel verstehen wollen, da gibt es etwas, was wir als Außenstehende nie wirklich verstehen können. In dem Augenblick, wenn wir mit hineinkommen, wird es zur Show, wird es etwas anderes. Das müssen wir akzeptieren. Und das geht nicht anders. Und was Paulus jetzt hier macht, ist, er tut uns einen Türspalt auf und er sagt, seht da rein, da drin, wo wir eigentlich gar nicht hinein können, da ist das ganz schlimmes was ganz schmerzhaftes was ganz tiefgehendes was furchtbares passiert und davon möchte ich euch erzählen